So, meine lieben Leute, hallo und ein herzlich willkommen und hallo GEMA. Wir testen die Demo von Pro Evolution Soccer 2019. Wie geil, ne? Jetzt ist schon wieder draußen. Wie schnell geht das? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst 2018 getestet. Jetzt haben wir es schon für 2019. Ja. Was soll das? Was sind das hier für Mannschaften? Flipp ich aus? Nein, das kann nicht euer Ernst sein. Ich spiele doch hier nicht mit Schalke, sondern träumt ihr da? Nee, ich Schalke, nee. Okay, dann halt so. Und dann, nein, ah, okay. Das können wir mal, Spiellänge ist auf 5 Minuten festgelegt. Die Vollmission kann man die, okay. Dann müssen wir es alles mal so nehmen, wie es so ist. Aber ich möchte mal ganz kurz. Die Musik, kann man die scheiß Musik ein bisschen leiser stellen? Wahrscheinlich Audioeinstellung. Musiklautstärke. So, tschüss, GEMA. Führiger. So, ich hatte jetzt schon damals irgendwie so ein Jahresrückblick-Video von 2017 gemacht. Da hatte ich erwähnt gehabt, dass ich Pro Evolution Soccer 2018 tatsächlich besser fand als FIFA 18. Ja. Aber ich bin FIFA-Fan. Da wird sich also. Da wird sich einfach so nichts dran ändern. Ja, Moment mal. Achso. Ach, gibt's noch die beiden Möglichkeiten, ja? Na dann. Bin FIFA-Fan und da wird sich so nichts dran ändern, da FIFA auch Holstein Kiel dabei hat. Ich finde es schade, dass ich in der Demo nicht mit Dortmund zocken kann. Das hat mich damals auch sehr, sehr glücklich gemacht. Gut, wir fangen jetzt an mit Liverpool. Wir haben Liverpool, Karius, Lovren, Van Dijk, Robinson, Arnold und so weiter und so fort. Die kennen wir schon alle. Mané, Salah, alle dabei, Firmino, alle da. So. Ich bin mal gespannt, wie das spielen lässt. Die Einstellung ist, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal tatsächlich genauso war, ist möglich, hier genauso einzustellen, wie es bei FIFA ist. Also sprich, dass du die Tastenbelegung genauso hast. Das dürfte doch einiges hier einfachen. Ich habe mal für fortgeschritten, ich glaube, den vielen Schwierigkeitsgrad konnte ich auch nicht ändern, weiß ich nicht. Also fortgeschrittener ist das jetzt schon mal. Mal gucken. Stadien immer, ne? Hammer, oder? Allein zum Dach, dass das nicht mal abknickt und runterfällt. Wow. Gut. Kann ich jetzt gerade aktuell nicht weitermachen? Doch. Wahrscheinlich. So, los geht's. Oha, das ist aber sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel jetzt entwickelt, da tatsächlich so. Ah, so nicht gut. Alter, was? Oh, die kriegen ja voll die fette Klatsche wahrscheinlich hier. Wow. Wird hier gefeitet, wa? Sehr schön. Mané kommt von. Oh, auch wieder von unserer Seite. Eine gute Möglichkeit. Noch nicht, gar nicht rausgefunden, wie man so on point jetzt hier mal flott. Ah. Oh, aber abseits wahrscheinlich, ne? Meine Güte, das war cool. Abseits natürlich. Gefällt mir schon echt mega. Also ich finde im ersten Moment so Grafik, gewöhnungsbedürftig. Aber doch irgendwie ziemlich geil. Was? Wofür? Alter, bist du doof? Ja, wollen wir gar nicht sehen. Bla, okay. Komm, hau raus da. Echt jetzt? Voll öde. Sehr schön gemacht. Was?
Sehr schön. Sehr schön. Komm rauf, 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 rauf. Klasse. Und jetzt schnell spielen. Lauft, Jungs, lauft. Oh Mann, das darf doch nicht sein, Alter. Ehrlich. Oh Gott, ist er frei. Ui, ui, ui. Ja gut, das war der Messi. Der darf der mal treffen, nicht? Ja, so ist das eben. Schön gesehen. Jetzt noch weiter passen, komm. Ah. Ach, ein Zentimeter im Abseits. Nun komm, überspring der Scheiß. Scheißdreck. Komm, hopp, hopp, hopp. Oh! Na komm, 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 komm. Na, 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 na. Jawohl, sehr schön gespielt. Komm, Remi holen wir hier raus. Alter, dreht er sich um? Ich hab doch den Pass schon gedrückt. Eigentlich auch schon bevor überhaupt er sich da hingedreht hat. Weil ich ihn noch von hinten kommen gesehen habe. Oh nein, jetzt ist der Messi wieder ganz alleine. Ah, nicht schießen, okay? Fuck. Ey, aber da war ich selber gerade sehr unsortiert hinten dran. Mann, mach doch mal die Scheiße hier weiter. Ich kann's nicht ansehen. Das Spiel hebt Aggressionen. Was soll das jetzt? Was versprichst du jetzt davon, ein Scheißspiel? Anzeige endet, Ende. Ich hab doch so Optionen gedrückt, Mann. Oh. Ich glaube, wir gehen hier echt fett unter. Nee, ich bin nicht in Pause. So, das war jetzt nicht so erfolgreich, die erste Halbzeit. Ja. Okay. Weiter geht's. Wofür steht ihr denn da zu zweit? Und wieso passt er denn nicht, wenn ich drücke? Oh nein, der geht wieder zurück. Ich glaube es nicht. Oh, Alter, wie lange der den anvisieren muss, damit er überhaupt mal einen Pass spielt. Mann! Alter. Höchstes Aggressionsniveau hier. Jawohl, jetzt aber nach vorne. Oh, bitte. Ich habe mir den vorgestellt, ich schieße. Naja. Hals, Mund, Renten. Ach, eben gerade war da noch einer. Jetzt ist auf einmal keiner mehr, doch. Okay, das ganze Spiel-Feeling ist hier doch ein bisschen anders als bei FIFA. Das muss ich wirklich mal sagen. Ohne jetzt das mal hier als Ausrede nutzen zu wollen, dass ich jetzt hier am Ablosen bin. Sehr schön. Das gibt es nicht. Da kommt er nicht dran vorbei, ey. Ist das kalt? Das Spiel ist kalt. Das da. Wieso visiert er den Pass denn so lange an? Na komm, das ist deine Haupt. Oh nein. Okay. Damit wir mal so die kleinen. Aber man hat das Gefühl, die visieren erstmal an, so, weißt du, mit den Füßen. Die zappeln erstmal mit den Füßen hin und her. Und dann lassen sie einen Schuss los oder einen Pass oder dem. Was weiß ich was. Oder überhaupt die Ballkontrolle. Die müssen erstmal irgendwie ein paar Mal hindribbeln, bevor die irgendwie erstmal eine Möglichkeit sehen, mal irgendwie den Ball wieder abzugeben. Da, das meine ich. Ich habe schon längst vor 3 Jahren gedrückt. Die pressen aber auch eklig, Alter. Elig. Eklig, eklig, eklig. Aua. Das ist voll Stolle an Stolle.
Was denn jetzt? Jetzt kommt da eine geile Flanke rein und wird. Wann hat er den denn gegeben? Na komm. Was jetzt los? Was? Schnauze. Nein, den wollte ich doch nicht anspielen. Jetzt mal. Oh. Das war mehr als nice. Das war sexy, Alter. Ja, mega. Nice, 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 nice. Oh, okay. Jetzt kommt Dembélé rein. Ach, schade, das war's schon. Naja, gut, aber ich habe mir das Tor nochmal abgeholt und das fand ich schon mal mega fett und es hat mega Spaß gemacht. Aber es ist sehr stark gewöhnungsbedürftig. Es hat also wirklich, wenn man FIFA-Spieler ist, dann kann man damit nicht sofort auf Anhieb, jo, ich bin jetzt Pro Evolution Zocker, Dattler, das, das bedarf einige Bewegung, vor allen Dingen, das bewegt sich auch anders alles. Die Tastatur mag zwar identisch sein, aber trotz all dem bewegt sich das Ganze ja anders. Es fühlt sich ja alles anders an. Und das macht das erstmal ein bisschen schwieriger. Ich kann jetzt meine ersten Eindrücke über, und wenn ich das mal zu vergleichen darf mit Pro Evolution Soccer 19 und FIFA 18, muss ich sagen, wenn man das so sieht jetzt auch gerade, die Grafik ist ziemlich stark, der Rasen ist voll scheiße, also sieht total kacke aus irgendwie, aber die Grafik ist geil und dann die Cutscene auch, wenn man zur Halbzeit geht oder jetzt gerade, wie sich jetzt nochmal Messi gerade Piqué umarmt hat, das sah schon sehr nice aus und vor allem auch die Tattoos und die Qualität. Also da hat muss ich sagen, Pro Evolution Soccer, so Konami so ein bisschen, die Nase ein bisschen vor EA. Wisst ihr, was ich meine? Also da ist Pro Evolution Soccer wirklich echt, mit der Grafik hauen die echt einiges raus. Ich weiß nicht, warum EA da nicht solche geilen Grafik raushaut. Aber soweit ich das verstanden habe und gehört habe, hat wohl Pro Evolution Soccer die Champions League wohl auch verloren und die geht ja nun auch an EA. Das heißt, die werden wir bei FIFA sehen. Ich kann mir nur wünschen, dass FIFA 19 wirklich richtig raushaut. Ich werde hiervon noch mal ein paar Folgen machen. Ich werde auf gar keinen Fall mit Schalke spielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Und vielleicht gewinne ich ja mal dann. Allein schon der Hintergrund hier, Freunde, ehrlich. Der Hintergrund. Mega gut. Einfach mega gut. So, also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Was? Jetzt aber schon.